Ja, ich bin der Kurt von Recht auf Stadt. Der Titel unserer Rede lautet: Mobilität ist ein Menschenrecht. Mobilität ist ein Menschenrecht und zwar in vielfacher Hinsicht. Es gibt das direkte Recht auf Mobilität, das in Artikel 13 der Allgemeinen Menschenrechte steht. Artikel 13 lautet: Jeder Mensch hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und den Aufenthaltsort frei zu wählen. Klar, um sich frei bewegen zu können, braucht es die entsprechenden finanziellen Mittel. Zumindest in unserer aktuell konstituierten Gesellschaft. Ein Mensch aus dem Ankerzentrum oder eine Hartz-IV-Empfängerin oder ein armer Künstler wie ich haben das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen, entweder gar nicht oder nur sehr bedingt. Grund: fehlende Monete. Die Verwandten oder Freunde in einer anderen Stadt zu besuchen, mit dem Hartz-IV-Satz geht das maximal alle paar Monate. Mit einem 9-Euro-Ticket wäre das weniger ein Problem. Aber es gibt auch das indirekte Recht auf Mobilität, das sich beispielsweise aus dem Menschenrecht auf Bildung ergibt. Das hilft mir der beste Ausbildungsplatz, wenn ich mir die täglichen Fahrkosten nicht leisten kann. Auch der Schulweg ist keineswegs kostenlos. Ab der 11. Klasse müssen SchülerInnen die Fahrtkosten selbst bezahlen. Hintergrund: in der 11. werden viele 18 und sollen offenbar motiviert werden, sich ein eigenes Auto zu kaufen, statt wie bisher kostenlos mit dem ÖPNV zu fahren. Recht auf Stadt hat dort 2019 die Petition kostenloser Nahverkehr für alle Regensburger SchülerInnen gestartet, wurde natürlich vom autogerechten Regensburger Stadtrat abgelehnt. Zitat Oberbürgermeisterin Mal Schwarzfischer: Das werde ich auf keinen Fall empfehlen. So hat es nicht gesagt, aber so ähnlich. Aber wörtlich, das ist ein wörtliches Zitat. Entschuldigung, mein Persiflage. Doch mit einem 9-Euro-Ticket wäre die Empfehlung der sozialdemokratischen OB wurscht. Und das Recht auf Bildung für alle wäre weniger ein Problem. Oder das Menschenrecht auf Gesundheit und Leben, Artikel 3. Durch motorisierten Individualverkehr ist das Leben und die körperliche Unversehrtheit sowohl der Fahrenden als auch von Passantinnen massiv gefährdet. Jedes Jahr sterben auf Deutschlands Straßen 2.000 bis 3.000 Menschen. 300.000 Verletzte gibt es. Mit einem 9-Euro-Ticket würden diese Menschen fast alle noch leben oder gesund sein. Denn die Statistik belegt: Bahnfahren ist 133 Mal sicherer als Autofahren. 133 Mal. Und hier sind noch nicht einmal die weit über 10.000 jährlichen Toten durch Autoabgase, Feinstaub oder Stickoxide hinzugerechnet. Und erst recht nicht die Toten durch den vom Individualverkehr maßgeblich verursachten Klimawandel. Noch viele weitere Menschenrechtsartikel ließen sich anführen. Im Grunde gibt es kaum ein Menschenrecht, das nicht irgendwie mit Mobilität in Berührung steht. Meinungs- und Informationsfreiheit zum Beispiel. Um zur Demo nach München, nach Nürnberg oder Berlin zu fahren, muss ich normalerweise mit der Bahn fahren. Mit einem 9-Euro-Ticket wäre das weniger ein Problem. Und da, denke ich, sind wir vermutlich beim Kern des Problems. Mobilität bedeutet natürlich auch die Freiheit, sich zu wehren, sich zu vernetzen, zu verbinden, sich zu solidarisieren. Dieses Recht soll aber vor allem der besser und bestverdienenden sogenannten Elite zustehen. Zur Not können die auch mit ihrem Privatjet zum nächsten Hochzeitstermin auf Sylt fliegen. Die Punks, denen bleibt nur das 9-Euro-Ticket. Aber das wollen die Radikalinskis wie der Lindner oder der Merz, die wollen das natürlich nicht. Arme sollen möglichst da bleiben, wo sie sind. Dann können sie am wenigsten anstellen. Das 9-Euro-Ticket für Bahn und Bus ist daher nicht nur ein Mittel gegen die Folgen von Armut. Es ist auch ein Mittel, um demokratische Strukturen in unserer Gesellschaft zu stärken. Natürlich kann das 9-Euro-Ticket nur eine Etappe sein. Wer das Menschenrecht auf Mobilität ernst nimmt, muss Mobilität kostenlos machen. Null Tarif für alle.
was übrigens keineswegs teuer ist, sondern äußerst billig, wenn alle Folgekosten des motorisierten Individualverkehrs eingerechnet würden. Gleichzeitig müssen alle Milliardenunterstützungen für den Autoverkehr, Dieselsubventionen, Dienstwagenprivileg, hochsubventionierte Parkplätze im öffentlichen Raum und so weiter und so fort abgeschafft werden. Und schließlich muss den 10% Reichsten, die für fast 50% der jährlichen weltweiten Emissionen verantwortlich sind, das Recht auf Porsche und Tempowahnsinn, Luxusjachten und Privatflieger genommen werden. Denn wir können uns den klima- und menschenfeindlichen Luxus der Reichen nicht mehr leisten. Ein klima- und menschenrechtsgerechtes 9-Euro-Ticket dagegen ist ein Muss. Dankeschön.